Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einem kurzen Finanzupdate hier für dich. Alle Kartendecks werde ich dir in meine Infobox auflisten, sowie diverse andere Dinge, die ich hier anbiete. Ich starte jetzt für dich und werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. So, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Hier hat sich einmal in der Hauptenergie die Kraft gezeigt, der Bär. Ja? Es könnte sich hier um eine Person handeln, entweder dein Chef, dein Vater oder eben einfach nur darum, dass du hier bitte in deine Kraft kommen sollst. Ich bekomme bewusst eine gewisse Situation in der Gesellschaft, das heißt hier in der Öffentlichkeit, hier im Beruflichen. Hier gibt es bei dir als Person, dass du dich insbesondere einer machtvollen Person hier nicht lossagen kannst. Ja? Du bist hier mehr oder weniger Dienst hier deinem Chef, deiner Chefin. Der Bär steht immer für eine männliche Person. Du müsstest einmal für deine Situation schauen. Ja? Du bist hier eine Person, die treu und loyal seine Aufgaben erfüllt, denn wir haben hier in den Zeitkarten die Jungfrau ist gefallen. Muss jetzt nicht für die Jungfrau Geborenen sein, aber hier geht es um Themen, dass du eben dich verbiegst, bis du wirklich gesundheitliche Schäden von dir trägst, aufgrund dessen, da du hier eine Blockade hast. Ja? Du bist blockiert. Du kannst vielleicht nicht Nein sagen. Hier geht es darum, dass du wirklich in deine Balance kommen darfst, in deine Mitte finden darfst. Hier bitte ganz genau zu schauen, hier einmal tiefer zu gehen. Woran liegt das? Ja, warum lässt du dich hier immer unterdrücken? Warum lässt du dich bevormunden im Beruflichen eben in einer gewissen Situation, wo du dich bei deiner Arbeit befindest? Sammle die Ernte 6 Wochen, 6 Monate. Ja, also hier bekomme ich bewusst für eine Person, die sich hier eigentlich befreien möchte, aber aufgrund dessen, oder für eine gewisse Gruppe, die sich eigentlich befreien möchte, aber aufgrund dessen hier arg blockiert ist. Warum ist man blockiert? Ja, da man hier eine Maske trägt, eigentlich gute Miene zum bösen Spiel macht, ja, um hier die innere Wahrheit nicht zu sehen. Ja. Wir haben hier ganz klar die innere Bekenntnis. Du darfst hier dich öffnen in Bezug auf deine Themen. Ja. Du bist hier sehr verschlossen, du sagst vielleicht nicht deine Meinung, du sagst nicht das, was du gerne möchtest, das, was du gerne hättest. Du gehst hier vielleicht auch sogar krank zur Arbeit und hast eben Angst, dass diese Person dich eventuell kündigen könnte, dass man den Vertrag nicht verlängert, was ich hier auch bekomme, ja, mit dem Hund, vertragliche Verbindungen. Da solltest du bitte ganz genau schauen. Und hier haben wir schon die Angst. Der Mond hat sich gezeigt. Also gravierende Ängste. Du hast Angst, dass ein Vertrag nicht verlängert wird. Hier haben wir auch die Blockaden, die Zwiespältigkeit, die sich ganz klar bei dir zeigt. Ja? Du bist in einem ewigen Kreislauf im Grunde genommen gefangen. Ja? Hast Angst, dich hier loszureißen. Aus diesem Job, aus diesem Umfeld. Da du diese Person auch für sehr, sehr machtvoll einstufst. Ja, aber du solltest bitte in die Kraft, in die Macht zu deiner kommen. Ganz, ganz wichtig.
Denn letztendlich bekommst du mehr und mehr Blockaden. Es wird mehr und mehr blockiert. Das heißt, deine kompletten Finanzen sind hier so oder so blockiert. Wenn du nur immer dienst, dienst und dienst. Wo du eben schon gesundheitliche Schäden hast, du hast hier Sorgen. Es geht hier um eine Person, die hier wirklich krank ist. Ja? Entweder hast du hier ein Suchtproblem, vielleicht bist du auch ein Workaholiker. Vielleicht bist du hier in einer Abhängigkeit, ja? Gehst hier mit Drogen zur Arbeit oder eben bist alkoholabhängig. Ja? Also sowas bekomme ich eben auch. Ja? Und du schleppst dich hier mehr oder weniger immer wieder zur Arbeit. Du hast hier Verstrickungen. Ja? Du dienst mehr oder weniger dieser Person. Dadurch hier nicht klar natürlich zu dir stehen kannst. Wir haben dich hier in Kopflage. Bekomme ich hier für dich einmal. Ja? Du möchtest dich befreien, normalerweise aus dem Vertrag. Aber entweder hast du hier Angst, dass eben dein Vertrag nicht verlängert wird, oder du bist in der Probezeit und du hast Angst hier eben, dass sich dein Vertrag nicht verlängert. Ja, das, was ich eben schon sagte, und sagst eben hier immer schön ja zu den Situationen, egal welche Aufgaben du hier bekommst. Und hier geht es darum, wirklich in die innere Bekenntnis zu kommen. Ja, schalte bitte dein inneres Licht an. Ganz, ganz wichtig, komm hier in deine Kraft. Vielleicht bist du auch von Haus aus so, ja, dieses Gewisse, dass du immer arbeiten musst, ein Workaholic, was ich vorhin schon sagte, dass man dir so beigebracht hat, hier immer zu allem Ja zu sagen, hier klar seinen Mann zu stehen oder seine Frau zu stehen, ja, um hier eben sein Gesicht zu wahren, ja, Angst zu haben, hier Widerworte zu sprechen. Also hier ist wirklich eine Person, die Angst hat, hier ein Widerwort zu sagen. Und wir haben die 3 der Erde, die Macht der Kreation. Also eine Person hat hier Macht über dich. Ja, du möchtest im Grunde genommen eigentlich was ganz, ganz anderes. Hast aber Angst, dich selbst zu kreieren, dich selber zu entfalten. Du hast regelrechte Angst davor, aufgrund dessen, weil du hier blockiert bist. Du hast die Blockade, entweder durch deinen Vater, durch vergangene Chefs, durch vergangene Tätigkeiten, worin du dich hier befangen gefühlt hast. Aus dem Grund hast du Angst, dich hier frei zu entfalten. Eigentlich bekomme ich hier eine gewisse Person, die zu viel mehr bestimmt ist. Ja, wir haben hier den Klee, wir haben die Tätigkeit. Du solltest bitte einmal in dich gehen, dass du hier in deine Kraft kommst. Insbesondere haben wir ja hier auch die 6 Wochen und 6 Monate. Ja, du fühlst dich jetzt noch weiterhin, das wird so gehen, weiterhin, bis du dich hier letztendlich in die Stabilität begibst, dass du dich befreist, dass du hier in die Heilung gehst. Ja, bei dir sind gewisse Chakren blockiert, die dich hier auch schon gesundheitliche Sorgen bereiten. Vielleicht warst du hier auch schon im Krankenhaus, vielleicht bist du hier ständig niedergeschlagen. Du hast diese Energien einfach nicht aufgrund dieser Personen. Ja, vielleicht bist du hier auch in einer Stresssituation. Du arbeitest hier wirklich 13, 15 Stunden am Stück und kannst hier eben nicht klar oder deutlich sagen, was du eigentlich möchtest. Ja? Das heißt, ich möchte keine Überstunden machen. Das heißt, ich möchte doch mehr Geld für meine Tätigkeit, was ich hier leiste. Ja? Also solche Situationen bekomme ich, wo du dich eben nicht outen kannst. Ja? Noch einmal, ich bekomme dich hier als treue, loyale Person, dass du hier dienst in diesem Vertrag. Und wir haben die Angst, vergiss das bitte nicht. Und wir haben nochmal die Blockaden, die sich hier zeigen. Denn hier geht es um Anerkennung. Du bekommst keine Anerkennung, ja, von diesen Menschen. Du kannst machen, was du möchtest. Du bist hier im Grunde genommen der Diener. Ja? Aus dem Grund, weil du deine innere Bekenntnis nicht hast. Dein inneres Licht. Ja? Bringe dich zum Leuchten und zum Strahlen. Geh hier bitte in die Heilung, komm in deine Kraft und sage ganz klar Nein zu dem, was du nicht möchtest. Das heißt, hier länger zu arbeiten, Überstunden zu machen oder Weihnachten, Silvester zu arbeiten. Ja? Also hier bekomme ich schon eine Person, die sich hier wirklich für die Arbeit verbiegt ohne Ende. Ja? Und das zeigt sich natürlich auch in deinen Finanzen, dass hier etwas auf der Strecke bleibt. Ja? Denn du fragst dich, warum du hier diese Unklarheiten hast. Du darfst dich hier losreißen. Du darfst dich lossagen aus diesem Vertrag. Ja? Du bist eine Person, die eigentlich an für sich sehr, sehr kreativ ist. Ja? Wo möchtest du dich entfalten? Was ist dein Eigentliches? Wo möchtest du dich raus befreien? Dann sage bitte klar und deutlich den Personen oder dieser Situation, was du möchtest. Denn das kann niemand wissen. Klar zu dir zu stehen, in deine Kraft zu kommen, was der Bär eben schon aussagt. Du bist hier beschützt, ja? Hier ist jemand, du bist beschützt. Wovor hast du Angst? Löse bitte deine Blockaden auf, ganz, ganz wichtig. Vielleicht bist du hier auch befangen, was die Liebe beinhaltet, ja? Ein Thema
geht ins nächste über. Solltest du im Finanziellen blockiert sein, bist du in der Liebe blockiert und umgekehrt genauso. Sage hier bitte ganz klar, was du möchtest, dass du in deine Stabilität kommen kannst. Noch einmal, hier geht es um eine sehr, sehr kreative Person. Ja? Du darfst dich entfalten. Was ist dir im Sinn? Was möchtest du verwirklichen? Ganz, ganz wichtig hier. Es geht um Befreiung. Befreie dich aus diesen Themen. Du bist hier sehr belastet. Ja, es sitzt hier tief. Es macht dich auch sehr fertig. Das heißt, es könnte schon sein, dass du hier vielleicht schon einen Burnout hattest, ja, durch das Berufliche. Stresssituationen, sehr viel Druck, Belastungen, ja. Also schau bitte einmal für dich, in welcher Tätigkeit du auch hier bist, ja. Ich bekomme hier schon einen Job, der sehr, sehr belastend ist. Abgesehen davon sind alle Jobs sehr belastend, ja. Aber hier geht es bewusst um eine Person, die dir hier nicht deine Anerkennung gibt, die du eigentlich verdient hast. Sei ein Teamplayer. Mit dir selbst, ja, kreiere hier etwas. Schau, was du hier machen kannst, ja, denn du hast ja im Grunde genommen, weißt du es ja schon, du hast die innere Wahrheit, das ist die innere Bekenntnis, ja. Es gab hier eine Situation, da hast du eine gewisse Vorstellung vom Leben gehabt, eine gewisse Vorstellung gehabt, wohin du eigentlich gehen möchtest, wo du stehen möchtest, wo möchtest du in 10 Jahren stehen. Und das ist das, was sich hier eben widerspiegelt, was das Göttliche, das Universum dir hier mitteilen möchte, die Maske abzulegen und hier klar dazu zu stehen, was man möchte. Und das ist sein Glück, zu sich selbst zu finden. Befreie dich aus dieser Situation. Hier haben wir noch die Kommunikation, die Blockade. Also du kommst jetzt nochmal in gewisse Situationen durch eine Nachricht. Entweder wird ein Vertrag nicht verlängert, ja, obwohl du hier wirklich sehr viel dafür getan hast, sehr viel, du hast dich auch eingesetzt. Ja, es könnte sein, dass du für andere Personen dich hier immer einsetzt, machst und tust. Aber letztendlich erreichst du natürlich hier nur Sorgen, indem du nicht in deiner Mitte bist. Ja, hier kommt eine Nachricht auf dich zu. Es könnte sich um einen Vertrag handeln, der hier beendet wird. Vielleicht hast du hier nur einen Zeitvertrag gehabt. Und das bringt dich hier mehr oder weniger, wirst du hier reinkatapultiert von oben, damit du aufwachst. Ja? Damit du zu dir kommst, denn hier geht es, sammle die Ernte, 6 Wochen, 6 Monate. Was möchtest du? Ja? Wo liegt dein Glück? Was möchtest du hier verwirklichen? Ganz, ganz wichtig. Schaue ich hier noch mit einer Karte für dich. Hier haben wir die 8 der Münzen und wir haben die Sonne. Also du wirst bis dahin in deine Kraft kommen. Jetzt kommen nochmal Themen auf dich zu, wo eben gewisse Blockaden sind. Das, was ich alles schon vorhin einmal sagte, ja. Hier könnte es um gewisse Personen gehen. Hier bekomme ich einmal ein Paar, wo eine Person schwanger ist. Es könnte sein, dass du hier sehr, sehr hart arbeitest aufgrund einer Ehe, einer Partnerschaft, ja. Hier auch Angst hast, dass hier nicht genug Geld da ist für diese Partnerschaft, denn hier ist jemand schwanger, ja. Hier ist jemand hochschwanger, hier ist jemand in Umständen und dass du aus diesem Grund hier sehr, sehr hart arbeitest, ja, für das Familiäre und eben aufgrund dessen, was dir eben Sorgen bereitet, ja, dass du Angst hast, diesen Vertrag, diesen Job, diesen Auftrag, ja, es könnten auch Aufträge sein, es könnte hier auch um Themen gehen, wo du höher gestellt bist, ja, du möchtest einfach diesen Job, diesen Vertrag, du versuchst hier wirklich aufs Ganze zu gehen, du leistest hier mehr, als du eigentlich verkraften tust, ja, du hast hier die Schlange, es geht hier wirklich um diese Personen, die hier einfach kräftemäßig auch am Ende sind, am Limit sind, ja. Des Weiteren könnte die 8 der Münzen dafür stehen, dass man hier etwas erreichen kann, etwas erreichen möchte. Solltest du nicht in einer Partnerschaft sein, wo hier eben das Familienglück vorrangig ist, also das Familienglück hier ansteht, wo man nicht in Umständen ist, ja, schau, dass du in deine Kraft kommst, ganz, ganz wichtig. Dann steht diese Karte einmal dafür, dass du in deine Zufriedenheit kommen wirst, ja. Sobald du gehst in eine neue Entstehung im Beruflichen. Wir haben hier ganz das Berufliche. Dadurch, da du deine innere Bekenntnis bekommst, ja, also du bekommst ja auch knallhart etwas gespiegelt von gewissen Personen im Außen. Durch diesen Vertrag jetzt, was jetzt auf dich zukommt, wo du eben dadurch in deine innere Bekenntnis kommst, was hier lange dich hier blockiert, ja.
wie schon eben gesagt, wir haben die Sonne, die Kraft, ja, was eine hohe Karte ist, und eben auch die Acht der Münzen, ja, dass man hier arbeitet, 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 um etwas zu erreichen. Hier geht man in die Neukreation, ja. Du möchtest dich hier neu verwirklichen und du schaffst das auch, definitiv, ja. Schau bitte auf 6 Wochen, 6 Monate, ja. Neue Projekte, neue Verträge einmal. Schau, dass du hier zu dir selbst in deine Klarheit findest. Ja? Vielleicht gibt es hier auch schon jemanden, der dich hier etwas Neues angeboten hat, du aber aufgrund dessen dieses noch beneint hast, weil du Sorge hast, da du dich hier in einer Situation, Familiensituation befindest. Ja? Schau bitte ganz genau auf deine Situation. Ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und fühl dich umarmt. Bis dahin.